Ist jetzt hier? Ja, ist da. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ne? Ich denke, der eine oder andere kennt mich. Heute mal ein gespaltenes Thema. Und zwar Funken und Wandern. Ja. Und wen das Thema interessiert, der bleibt einfach dran. Und der Rest, naja, ihr wisst schon. Ja, geht los nach dem Intro. So, also ich habe hier in der Gegend ein ausgesprochen interessantes Relais entdeckt, was einen riesigen Bereich in der Nähe befindlichen Naturparks abdeckt. Und das könnt ihr jetzt für, naja, die ganzen Leute, die eventuell auch funken, aber auch gerne mal draußen sind und wandern, absolut interessant sein, weil der eine oder andere wird es bestimmt schon kennen, dass Relais ist das DB0WI. Ich blende euch das einfach nochmal ein, auch die Frequenz, zumindest die Ausgabe und die Eingabe. Die blende ich euch nochmal kurz ein, für die, die es halt noch nicht kennen. Und wie gesagt, bei Repeaterbook ist es auch zu sehen. Ja? Und bei Repeatermap ebenfalls. Also das sind so meine zwei Maps, womit ich halt, beziehungsweise meine zwei Programme, kann man nicht sagen, ja. Also meine zwei Sachen, womit ich arbeite. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, schaue ich mir erstmal aus, aha, da und da, da sind in der Nähe die und die Relais auf der und der Frequenz und der Betriebsart, und dann speichere ich die schon mal ein, Leute, die Ablage nicht vergessen, ne? Und ja, dann geht das los. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen herauszufinden, wo und wie weit man mit dem Hahnfunkgerät da überall hinkommt. Jetzt ohne große Bestückung. Also ihr seht, ne, so, ne, kleine Antenne hinten im Rucksack, hier das Mikrofon. Und dann mal gucken, wie weit man kommt. Auch ganz normale Kiste, also nichts Dolles. Aber es ist halt ein günstiges Gerät von Yasu. Und ich versuche jetzt schon seit dem zweiten Tag eine kleine Map zu erstellen, wo man überall damit erreichbar ist. Gestern war ich im wilden Scharkbachtal und heute bin ich hier, oh, was ist das? Mein Weg ist das. Ne? Das ist hier schon niederländische Grenze, also Grenzbereich. Genau. Wer da Interesse hat, mehr zu erfahren und genauere Informationen zu erhalten, wo das überall nutzbar ist, das Relais, also vor allem in den Parks, ne? Ich rede jetzt nicht von der Straße, sonst wo, wirklich nur, es geht nur um die Naturparks in der Region, und wie man da, wie weit man damit halt kommt, der kann auch meinen Komoot, was ist das? Kanal? Nee, Komoot. Ich bin auf jeden Fall auf Komoot und auch schon länger. Und da habe ich die Touren mit auch mit DB0WI bezeichnet. Also diese Touren, DB0WI, sind quasi alle Touren, die ich gemacht habe, wo ich halt an der gesamten Strecke, und wenn nicht, also wenn es nicht an der gesamten Strecke ist, dann an den Teilen schreibe ich das extra aus. An den Strecken ist das Relais zu erreichen. Und das ist jetzt auch so eine Serie, die möchte ich jetzt auch nochmal fortführen. Ich fange jetzt natürlich mit dem DB0WI an, weil es halt gerade bei mir in der Nähe ist. Ich mich natürlich in den Naturparks hier auch bestens auskenne. Aber ich mache natürlich auch Eifel und dann benenne ich die Touren auf Komoot nach den Relais. So, dann könnt ihr nämlich gucken, aha, das ist das und das Relais, da komme ich so und so weit, und wenn ich die Toure ungefähr jetzt hier von der Gummiente nachlaufe, dann habe ich auf jeden Fall
Verbindung zu dem Relais. Und wenn da jemand drauf ist, dann habt ihr vielleicht sogar noch ein nettes QSO mit einem Einheimischen. Erfahrt mehr über die Region. Und ja, that's it. Ne? So. So, also jetzt hier schon bereits am Einstieg hier zum Mainweg. Holländische Grenze ist das ja hier, beziehungsweise Grenze zur Niederlande, sagt man ja. Absolut Natur. Ich habe gerade noch einen Funkamateur getroffen, einen Kollegen, den Sven. Und dem habe ich auch gesagt, hör mal, hier, die WNUWI ist wieder online. Er sagte, klasse, gehe ich direkt mal drauf. Und ja, ja gut, wie gesagt, ich bin ja auf Sendung gerade, ne? Und ja, das klappt wie gut. Nochmal, wie viel Daumen? Okay, alle 12 Daumen und ja gut, ja ist klar. Ja, vielleicht zur Info für dich, ich habe jetzt hier kein besonderes Equipment, ne? Also ich renne jetzt nicht rum mit einer riesigen Antenne an einem 12 Meter Mast am Schuh befestigt, sondern ich habe in meinem Rucksack die, was ist das, XT4, die kleine von Yasu mit einer ja, etwas längeren Antenne, weil die kann man ja hinten in die Seitentasche reinstecken, das ist ganz praktisch. Und dann mit dem Handfunkgerät, also mit dem Handmic da dran, einfach über die Schulter geworfen, ist natürlich zum Wandern ganz cool. So, Mike, nochmal zu dir. Na, immer gerne. Ja, ich bin mobil in meinem Auto unterwegs, mit meiner FDM-500. Ist tatsächlich im Low-Modus, also mit 5 Watt. Und kann aber komplett die Strecke vom eigentlichen Relais bis zu meinem guten Herr komplett ausbringen. M77 und Glasdach. Bis jetzt funktioniert das hervorragend. Also der Kollege, der ist tatsächlich da irgendwo, wo der jetzt wohnt, weiß ich nicht, irgendwo bei sich in der Gegend rumgefahren, in den Dörfern oder sonst was da und hat über das Relais kommuniziert und ich hier portable mit Handfunkgerät über das Relais mit ihm. Aber es hat schon, ist schon gut, muss ich sagen. Und es war jetzt, ja, abgesehen von dem Wind, wenn man nichts hört, ne, ist klar, zu keiner Zeit so, dass es irgendwie abgebrochen ist oder so. Es war schon echt steady, muss ich sagen. Wirklich cool. Bin gespannt. Wie gesagt, das wird ja eine Serie mit auch anderen Relais. Und da hoffe ich natürlich auch immer auf rege Beteiligung, wenn ich also irgendwo in die Gegend fahre. Ich mache da auch eine Ankündigung, sodass die KollegInnen dann auch Bescheid wissen. Ah, die Gummiente kommt, der will mal gucken, wie das Relais hier klappt. Dass wir da ein bisschen Betrieb drauf machen und dann... Ich wünsche euch auf jeden Fall bei allem, was ihr so vorhabt, viel Erfolg, viel Spaß, bleibt gesund und bis bald. Ciao.